Ja, ja, alles bestens auf der Farm. Uns geht es prima. Es freut mich. Weißt du, ist schon was anderes, mit der Frau hier zu sein, die man liebt, anstatt ganz alleine. Kann ich mir vorstellen, ja. Und am Fürstenhof? Alles in geordneten Bahnen? Wenn du unter geordneten Bahnen das übliche Chaos meinst, dann ja. Ohne das wäre es ja auch nicht der Fürstenhof. Und wie geht's dem jungen Glück, mitten in den Hochzeitsvorbereitungen? Das junge Glück, Emma und Ben. Ja, mittendrin. Der kleine Sponheim hat es richtig gemacht. Der hat sich eine gute Frau ausgesucht. Hörst du's? Das ist unser Lied. Erinnerst du dich? Natürlich. Ja, ja, ich bin noch dran. Der Sponheim ist wirklich ein Glückspilz, aber ich gönn's ihm von ganzem Herzen. Und Emma? Sie hat es wirklich verdient, glücklich zu werden. Das hat sie ja. Herr Zuvater, ich muss Schluss machen. Grüß mir Frau Dr. Evelyn ganz herzlich. Ja, ja, mach ich. Gut. Und melde dich mal wieder, aber lass nicht so viel Zeit vergehen. Bis bald. Mach's gut. Ja. Dein Vater? Er lässt dich grüßen. Lügner. Aber solange du mir die Größe ausrichtest, ist es mir egal, ob dein Vater sie tatsächlich bestellt hat. Marie! Mama, wieso bist du nicht bei der Arbeit? Dasselbe könnte ich dich doch auch fragen. Ich muss mal kurz raus, um nachzudenken. Sag mal, hat dich das überrascht, dass sie nie es abgeholt haben? Mensch, natürlich, was denkst denn du? Wie meinst du ich? Quatsch. Nie im Leben. Ich habe Nils gesagt, er soll mit der Polizei reden. Aber ich würde das doch niemals hinter seinem Rücken machen. Ich habe ja nur gedacht. Du könntest das genauso gut gewesen sein. Was, ich? Warum sollte ich denn das tun? Ja, du wusstest auch Bescheid. Ja, entschuldige mal, das ist doch deine Sache und die von Nils. Da werde ich mich doch nicht einmischen. Wie man ja gerade sieht. Also, ich werde mich ja wohl noch um meine Tochter kümmern. Komm, wir setzen uns mal hier. Ich werde mich ja wohl noch um meine Tochter kümmern können, wenn es ihr schlecht geht. Und das heißt ja noch lange nicht, dass ich deinen Freund anschwärze. Schon gut, das war nur ein Spaß. Mit solchen Sachen macht man keinen Spaß. Ich hoffe ja nur, dass dein Freund anständig genug ist, dich nicht mit in die Sache reinzuziehen. Mir macht im Moment viel mehr Sorgen, wie die Polizei auf Nils gekommen ist. Nur wie ich dich kenne, hast du da schon eine Theorie? Nils hat das Bild an das Auktionshaus zurückgeschickt, aus dem seine Schwester und sein Vater es gestohlen haben. Ja, Gott sei Dank hat er das gemacht. Wenn die Polizei das Paket zu ihm zurückverfolgen konnte, dann werden sie ihn doch auch verdächtigen. Ja, aber das kann er doch alles erklären. Wenn er das mal macht. Schau mal, die Puppe, in der das Bild versteckt war, die gehört doch seiner Schwester. Das ist doch ein Beweis genug. Mama, Nils hat sich zeitlebens vor seine Schwester gestellt und versucht, Katja aus allem rauszuhalten. Du meinst, er will sie decken? Naja, dann kannst du ihm auch nicht helfen. Ich meine, dann liegt der Verdacht bei ihm. Oder noch schlimmer. Er nimmt die ganze Schuld auf sich, um sie zu schützen. Ist mein Göttergatte nicht putzig mit seiner Vergesslichkeit? Putzig finde ich ihn nur gerade nicht. Gerade eben wollte er zu einem Spaziergang aufbrechen und ist noch mal ins Schlafzimmer, um sich eine Jacke zu holen. Und? Als er im Schlafzimmer angekommen war, wusste er nicht mehr, was er wollte und hat sich ins Bett gelegt. Du hättest mal sein Gesicht sehen sollen, als ich ihn an die Jacke erinnert habe. Na prima. Wir haben ihn jetzt da, wo wir ihn hinhaben wollten. Und du kannst das Entmündigungsverfahren einleiten. Ich? Na, wer denn sonst? Das sieht doch ziemlich verdächtig aus, wenn ich Werner so kurz nach der Hochzeit entmündigen lassen wollte. Erst recht mit meiner Ähnlichkeit zu Frau von Heidenberg. Doch, das fällt dir jetzt ein. Und wie sieht dein Plan aus?
Charlotte macht sich große Sorgen um ihren Verflossenen. Das eröffnet uns ja ganz neue Möglichkeiten. Wenn sie den Antrag stellt, wird niemand Verdacht schöpfen. Sie ist nicht mit ihm verwandt und sie zieht keinen Nutzen aus dem Verfahren. Und du wirst natürlich heldenhaft versuchen, deinen Mann vor dem Entmündigungsverfahren zu bewahren. Aber leider, leider werde ich diesen Kampf verlieren und muss mich den bitteren Tatsachen beugen. Du bist so eine Teufelin. Danke. Morgen. Du hast es gut. Du musst nicht schon in aller Herrgottsfrüh anfangen zu arbeiten. Dafür stehe ich noch in der Küche, wenn du mit deinem Ben längst schon auf dem Sofa sitzt. Fängt die Arbeit denn langsam an, dir Spaß zu machen? Ja, das nicht gerade. Aber ich glaube, die Schufterei in der Küche zahlt sich langsam aus. Ich denke, Felix merkt langsam, dass ich nicht nur die Prinzessin auf der Erbse bin, sondern auch zugucken kann. Ja, jetzt wird alles wieder gut. Glückwunsch. Er hat mir sogar Grüße von seinem Vater ausgerichtet. Was ist so besonders daran? Ich glaube, dass der mich nie im Leben hat grüßen lassen. Was bedeutet, Felix versucht nett zu sein. Na ja, dann ist dein Plan ja aufgegangen, das fleißige Lieschen zu spielen, um endlich wieder Prinzessin sein zu dürfen. Mhm. Im Märchen funktioniert es nun mal so. Aber nicht im Leben. Ach komm, jetzt mach doch nicht alles schlecht. Bald ist diese Schufterei vorbei und dann kann ich mich wieder um die wichtigen Dinge im Leben kümmern. Make-up? Frisuren? Klamotten? Unsere Firma. Wann ist es denn soweit? Keine Ahnung. Erst muss Felix mich drum bitten. Vorher werde ich den Teufel tun, in der Küche aufzuhören. Also, später. Ja. Ja, ich hatte schon Angst, dass sie dich da behalten. So? Als mein Vater mir gesagt hat, dass die Polizei dich mitgenommen hätte, du, da ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht. Erspar mir das Gequatsche. Ich habe echt keine Zeit. Jetzt warte doch mal, was ist denn? Sorry, ich habe keinen Bock zu reden. Jetzt, was ist denn los? Wie redest du denn überhaupt mit mir? Das ist eindeutig das schönste Kleid. Ich werde aussehen, golden wie die Sonne. Silbern wie der Mond, glänzend wie die Sterne. Und Ben hat eindeutig gesagt, er möchte, dass ich mir das Kleid nähe, das ich am liebsten mag. Also warum überlege ich eigentlich noch? Weil Felix genau dasselbe gesagt hat wie Frau Sonnenmichler im Traum. Felix, nicht Ben. Nein. Ich nähe mir ein anderes Kleid. Eines, das zu meinem neuen Leben mit Ben passt. Nicht zu irgendwelchen verrückten Träumen mit Felix. Was machst du da? Wieso zerreißt du deine Entwürfe? Gib mal her. Ist es... Das ist doch das Kleid aus deinem Traum. Ich hatte gerade eine sehr angeregte Unterhaltung auf dem Revier. Mit zwei Herren, die sich absolut sicher waren, dass Katja den Franz Marc geklaut hat. Ich hab's doch befürchtet. Und nach ihrer Adresse haben sie sich auch erkundigt. Dann haben sie also den Weg des Päckchens zurückverfolgt. Wie sollen sie denn sonst auf dich gekommen sein? Angeblich haben sie einen heißen Tipp aus der Szene bekommen. Aber uns beiden ist ja wohl klar, wer diese Szene ist. Was, du meinst ich? Wer hat denn von mir verlangt, dass ich meine Schwester anzeige? Gib's doch endlich zu! Der Tipp ist von dir. Du hast mich verraten.